Der All-Terrain Scout Transporter, AT-ST, war ein kleiner Scout-Kampfläufer des Galaktischen Imperiums. Dieser zweibeinige Läufer war 8,6 Meter hoch und wurde von einem AT-ST-Piloten und einem Schützen bedient. Auf ebenem Terrain erreichte er eine Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h. Durch seine hohe Beweglichkeit waren unebene Gelände für ihn kein Problem. Die Bewaffnung des AT-STs waren mit einer Zwillingslaserkanone an der Vorderseite bestückt, sowie zwei modulare Systeme an den Seiten. Diese umfassten meist eine leichte Blasterkanone und einen Werfer für Erschütterungsgranaten. Dieser leichte Kampfläufer wurde darauf ausgelegt, als Unterstützung bei Kampfeinsätzen primär imperialen Sturmtruppen bei der Verteidigung militärischer Anlagen zu dienen. Der größte Nachteil des Läufers war seine Stabilität, die auf Kosten der hohen Beweglichkeit in Kauf genommen wurde. Darin befand sich ein Kompressionsgetriebe sowie auch Servomotoren, welche äußerst anfällig für Beschädigungen war. Sobald diese beschädigt wurde, war eine weitere Fortbewegung nahezu unmöglich, sodass der AT-ST leicht stürzte. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Dieses Mal habe ich euch den 75153 AT-ST mitgebracht. Ich hatte schon vorhin eine Aufnahme gehabt, leider jedoch ist es mir irgendwie dazu gekommen, dass mein Mikro stumm geschaltet war und ich dann die ganze Aufnahme komplett alles stumm war. Ja, scheiße. Jedoch habe ich trotzdem die Zeit und wiederhole das Ganze nochmal. Und das sind wir jetzt auch gleich. Also, wir haben hier den AT-ST mit 449 Teilen, einer UVP von 50 Euro und drei Minifiguren. Jedoch sieht man jetzt hier diese drei Minifiguren nicht, wir haben hier nur den AT-ST-Piloten, denn ich habe das Set gebraucht auf eBay gekauft für 35 Euro. Und genau, da gab es dann halt diese zwei restlichen Figuren nicht, diesen Mace Malbus, wie der heißt, und dann auch halt so einen normalen Rebellentruppler halt. Ich habe da den normalen AT-ST-Piloten dazu bekommen. Für jeden anderen, wenn ihr das Set komplett haben wollt, werdet ihr Preise dann von 45, 50, 55 Euro um den Dreh rum wird das alles so belaufen. Ansonsten, wenn ihr nur den AT-ST komplett haben wollt, also den AT-ST selbst komplett haben wollt, dann werdet ihr Anzeigen von 30 Euro bis 35 Euro schon finden. Ja. So wie dazu. Beim AT-ST, da gibt es ja schon mehrere Versionen davon mittlerweile. Dieses Jahr gab es jetzt nochmal einen weiteren AT-ST. Der ist jetzt aber anders. Das ist so ein spezieller AT-ST. Nennt sich halt Hoff AT-ST. Der ist halt schlaksiger, dünner und hat einen dünneren Kopf. Den hatte ich am Anfang zwar gehabt. Allerdings fand ich halt die Beine, das sah mir halt ein bisschen zu hühnchenartig aus. Das ist zwar schon Hühnchen, aber das war halt. Der sieht halt schon wie ein Hühnchen halt wirklich aus. Und mir gefiel es halt nicht, dass er dann der Hoff AT-ST, dass er dann halt noch etwas höher ist als dieser jetzige hier. Deswegen habe ich dann gedacht, komm, ich tausche quasi. Also ich habe verkauft den Hoff AT-ST für denselben Preis, habe ich den verkauft. Und kaufe halt dann wieder mit demselben Preis halt diesen hier. Und ja, also ich bin damit auch voll zufrieden mit dem Äußeren, mit der optischen Ansicht des AT-STs. Wir gehen jetzt aber erstmal kurz auf die Ausstattung des AT-STs ein. Wir haben hier einmal natürlich die Frontkanone für einfache Truppen. Dann haben wir hier links haben wir dann eine Raketensalve oder halt eine Rakete, die halt verschießt.
Und hier rechts haben wir so einen Granatwerfer. Ist es. Die Teile lassen sich gut bewegen, allerdings fallen die halt relativ schnell ab. Also wenn was abfällt, dann sind es meistens eher diese äußeren Teile hier. Wir können einmal, haben wir hinten so ein Zahnrädchen. Damit, wie bei sonst dem jetzigen AT-ST, dann bei diesem AT-ST oder bei dem AT-ST Raider, kann man hier Kopf einmal drehen. Funktioniert auch wunderbar. Kann auch bis zu 360 Grad erfolgen. Das ist also macht's keine Probleme. Anders als beim Hoff AT-ST allerdings, finden wir bei diesem AT-ST Sticker. Beim Hoff AT-ST ist alles mit Prints versehen. Bei dem haben wir zumindest hier zwei Sticker. Hier hinten sind wiederum nochmal zwei Sticker. Da war nochmal Sticker. Hier oben ist nochmal einer auf der Luke. Ist nochmal ein Sticker drauf. Dann die Füße vor allem haben wir auch nochmal zwei Sticker drauf. Dann können wir natürlich die Luke hier oben öffnen. Wir haben die Möglichkeit, einmal die kleine Luke zu öffnen. Womit wir dann einfach diesen AT-ST-Piloten dann da oben reinsetzen können. Allerdings, wenn man den, oh, allerdings, wenn wir den hier oben mit gerade Arme reinstecken, dann wird er halt tief fallen. Deswegen muss man halt dann, gibt es dann hier solche Stangen, nenne ich die mal, womit wir dann am besten den Piloten hier einfach dran klemmen und das dann halt, ja. Jetzt hat er halt die Waffe, deswegen guckt er jetzt halt nur so schräg raus. Aber dann sieht es halt dann so aus, als würde der halt rausgucken und dann halt dabei stehen. Ansonsten können wir dann noch den großen Bereich hier öffnen. Dann haben wir halt ja, eine größere Sicht ins Innenleben. Da sehen wir zum Beispiel schon einen Thermaldetonator, den der AT-ST-Pilot noch mit dabei hat. Und genau da können wir den dann reinsetzen. Das hier übrigens vorne ist auch noch ein Sticker, ist also leider auch kein Print. Genau. Da können wir den Piloten dann hier einfach reinsetzen und ja, da kann er den AT-ST halt auch steuern. Was ich optisch bei diesem AT-ST sehr schön finde und was auch ein AT-ST generell hat, zum Beispiel der Hoff AT-ST ist halt eine andere Version des AT-STs, deswegen hat dieser jetzt eben nicht diese Sonnenschutzblenden, aber ich finde halt, das braucht halt ein AT-ST, das macht für mich so auch den AT-ST auch aus. Ist zwar ein kleines Detail, aber trotzdem sehr auffallend und ausschlaggebend, sage ich mal. Und ich mag es halt auch dann, wir können die hier besetzen, je nachdem, wie halt die Sonne reinscheint, ne? Kann man die dann hier verschieben, wie wir wollen. Und ja, das gefällt mir halt wirklich sehr an diesen AT-ST. Wir sehen auch, dass der AT-ST ziemlich gut und stabil steht. Also wir können hier wirklich rumwackeln. Der fällt da nicht um, der steht felsenfest auf seinen Beinen. Das Typische, sage ich mal, bei den ganzen AT-STs ist halt, leider können die, müssen die halt so stehen, damit sie halt stehen. Wir können halt nicht die Beine halt anders verschieben, weil sonst, ja, wie man es schon sieht, kippt halt natürlich dann um. Weil die haben halt hier oben nur die Gelenke und alles das hier ist halt fest miteinander verbunden. Deswegen ist es halt schade, dass wir hier nicht die Beine verstellen können, damit wir es in der Laufposition aufstellen können. Ja, wir können die Beine bis nach ganz hinten natürlich, sieht halt ein bisschen komisch aus, stellen. Aber so wird es hier niemand aufstellen. Also wenn, dann hätte es jeder gerne. Sicherlich möchte es jeder so halt aufstellen gerne. Aber ja, leider ist das hier nicht möglich. Aber auch beim Hoff AT-ST ist es genauso. Da kann man die Beine auch nicht in Laufrichtung, in Laufposition verstellen. Das ist sehr schade. Somit eignet sich der AT-ST eigentlich eher mehr einfach nur als Displaymodell zum Hinstellen, um Stop-Motion-Filme damit zu drehen, wird halt eher schwierig. Und natürlich kann man den entweder dann halt so laufen lassen, sieht halt aber ein bisschen blöd aus, finde ich. Oder man hat die Zeit und man hat die Lust, das Gebeine hier umzubauen, sodass halt der AT-ST mehrere Gelenke halt hat, die aber auch natürlich dann,
den Kopf des ATSTs halten, weil der Kopf ist hier halt das Schwerste an dem ganzen Modell. Das ist zum Beispiel der erste Negativpunkt zu den ganzen Positiven, die ich jetzt gerade gesagt habe. Der andere Negativpunkt, den ich zu bemängeln hätte, wäre halt eben, oder auf den man halt aufpassen müsste, wäre halt, wären halt die Seiten hier. Wenn die mal abgehen, dann ist es halt schon ein ziemliches Gefussel, eine ziemliche Qual, sage ich, die Teile halt wieder dran zu bringen, weil man hakt die zum einen, sage ich es richtig, man hakt die zum einen hier halt rein und klemmt die noch dann an diesem Brick hier noch mit dran. Das ist halt so eine, ja, so eine Gefummel halt. Ansonsten hält es aber schon relativ gut zusammen, aber ohne diese Technik, ohne diese Bautechnik wäre halt diese Diagonale halt, die der ATST als Kopf hat, wäre das halt nicht möglich gewesen. Deswegen kann man sagen, ja, das passt schon, das kann man so lassen. Das ist völlig in Ordnung. Wir können natürlich hier die Frontkanone noch übrigens hier natürlich verstellen, versetzen. Das ist natürlich sehr schön. Muss sein. Ja. Wir haben ja auch so ein paar Zentblue-farbene Teile mit dabei. Ich finde aber, das passt ins Große und Ganze schon zusammen. Also natürlich ist der ATST komplett eigentlich grau. Aber ich finde, das hat schon irgendwie was so. Das gefällt mir sehr. Wir haben natürlich an den Beinen dann wieder die komplett blaue Pins, so wie man auch schon wieder gleich hier in dem helllichten Licht sieht. Ja, ist halt Standard bei Lego, das passt. Das kommt, ist halt so. Kann man nichts anderes machen. Außer natürlich selber die halt umzutauschen, wenn man möchte. Und so im Ganzen finde ich, gefällt mir der ATST hier, das sieht die 75153. Der gefällt mir wirklich sehr. Allerdings bin ich halt am Überlegen, ob ich den behalten soll oder nicht, weil, ja, dass er halt nur so rumsteht, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ob ich den dann wieder weiterverkaufen werde, ist halt dann die Frage. Ja, ich möchte halt jetzt nicht. Wenn, dann möchte ich den ATST auch dann benutzen im Film oder halt im Video. Aber dass er halt nur so dann dasteht oder halt einfach so sich herschiebt, ich weiß nicht. Das überlege ich mir. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da bin ich noch unschlüssig. Aber erstmal so viel dazu zu dem ATST. Da gibt es auch jetzt gar nicht mal so viel dann schon zu berichten, zu erzählen. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr dann halt bei wenn ihr das Set gebraucht kauft, dass es dann wirklich zu 100% auch alle Teile hat. Denn wenn ihr anfängt zu bauen, so wie ich, euch schon richtige Vorfreude habt, den ATST vollständig zu haben, es endlich aufzustellen und es euch jedes Mal anzuschauen, dann baut ihr das Gebeine auf, das Grundgerüst hier unten, dann fängt ihr beim Kopf an. Und wenn da halt gewisse Teile, und das sind halt schon einige Teile, wenn da gewisse Teile halt nicht dabei sind oder fehlen halt, dann ist halt scheiße, weil dann habt ihr halt, könnt ihr halt den Kopf nicht weiterbauen. Weil ohne, außer ihr habt halt die Ersatzteile schon parat und auch in den richtigen Farben. Außer euch stört es nicht, dass ihr die halt dann nicht in den richtigen Farben habt, dann wird es wahrscheinlich für euch kein Problem sein. Aber wenn ihr es halt wie ich halt zu einem 100% vollständigen Set haben wollt, dann ist es halt schon ein Ärgernis halt. Weil so war es dann bei mir, weil bei mir haben dann echt 12 einzelne kleine Teile gefehlt, die aber allerdings halt wichtig waren, um den Kopf vollständig bauen zu können. Und es waren jetzt nicht nur innen drin Teile, sondern es waren wirklich äußere Elemente, die halt dann gefehlt haben. Vor allem halt diese Sonnenschutzklappen, die halt für mich ja wichtig waren. Und da gab es halt nur eins davon. Und das hat mich halt ziemlich angepisst halt. Weil ich habe halt dann nur diesen einen Teil hier gehabt. Und den ATST ohne Sonnenschutzklappe, was war das? Und dann bestellt ihr dann noch die Teile, Einzelteile dann auf irgendeiner Seite, zahlt ihr dann noch 5 Euro extra. Dann zahlst du halt 35 Euro plus nochmal 5 Euro für Einzelteile, weil ja die Teile halt gefehlt haben, weil man halt nicht geguckt hat. Aber das Witzige dann dran noch ist, dass derjenige sich dann 2 Tage später meldet und dann noch nach der E-Mail und dann doch die Teile auffindet und die dann doch nochmal schickt. Dann hast du halt 5 Euro für nichts ausgegeben. Ja. Den ganzen Nerv. Ja, aber sonst, also achtet wirklich darauf, dass, wenn ihr das gebraucht kauft, dass das auch wirklich zu 100% vollständig ist, weil sonst werdet ihr euch selbst ins Arsch beißen dann, wenn ihr mit dem Kopf nicht vollständig seid. Und abseits davon ist es aber dann ein sehr wunderschöner ATST.
kann ich auf jeden Fall empfehlen, den zu besorgen, wenn ihr überhaupt gar keinen AT-ST habt. Wenn euch der Hoff AT-ST, schaut den mal an. Ich fand den auch nicht schlecht, aber wie gesagt, mir waren die Beine zu lang, zu hoch. Das sah ein bisschen schlaksig für mich aus. Da finde ich die Modellvariante besser. Das hat eine bessere Proportion vom Kopf zu den Beinen, weil die Beine sind ja auch relativ dick. Das ist, glaube ich, bei dem Hoff AT-ST nicht so ganz der Fall. Also da, aber auch dadurch, weil der Kopf halt kleiner ist beim Hoff AT-ST. Deswegen, ja, der sah für mich halt ein bisschen komisch aus. Aber das ist auch auf jeden Fall ein super Modell. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne nochmal danke fürs Zuschauen und schaut auch gerne nochmal übrigens bei meinen anderen Videos vorbei. Letztens habe ich den Imperial Hover Tank vorgestellt. Davor dann noch den Kobe Abrams, M1A2 Abrams. Und diese Woche Samstag wird es dann den Leopard 2A5 in der TVM-Version dann geben. Den baue ich jetzt gerade noch auf. Und genau, so viel dazu. So viel dazu, was dann auch am Samstag erscheinen wird. Kommen wird. Aber euch erwarten wird. Nächsten Sonntag dann sage ich dann Dankeschön nochmal und Ade. Ciao.